Gut, was repräsentiert diese Ausstellung? Ich meine, sie repräsentiert Weltklasse vom Quartieren, Auswahl der Werke, von dieser Begegnung, die so natürlich erscheint, hat die zuerst jemand eigentlich so aufgleisen musste. Und es ist eine wahre Freude, jetzt mit dem Abendlicht auch diese Ausstellung zu erleben, das ist Wahnsinn. Und ich meine, das ist eine Leihgabe vom Hirschau Museum. Ich bin Curator at Large am Hirschau Museum, es ist eine Freude, die Arbeit hier zu sehen. Joe Hirschhorn war ein riesen Francis Bacon Fan und hat wundervolle Stücke für die Sammlung gekauft. Und ich glaube, es passt sehr gut hierher. Was bringt dieser, was trägt der Dialog mit Giacometti vielleicht bei zu diesem Werk? Ich denke, es ist ein spannender Dialog, weil sie eben verwandt sind, aber nicht gleich. Und sie haben sich viel zu sagen, aber sie konkurrieren sich nicht. Ich glaube, jeder bringt seine Vision hierher und ich glaube, das überzeugt sehr.